Herzlich willkommen Leute zu Let's Play Dragon Ball Advance Adventure Teil 7. Im letzten Part haben wir den Bürgermeister befreit, der von der Organisation Red Ribbon Army gekidnappt wurde. Und jetzt sind wir vor der Unterwasserhöhle und ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Kurz nachdem er sich erneut auf die Suche nach den Dragon Balls gemacht hatte, ging der Dragon Radar kaputt und Goku konnte nicht mehr weitersuchen. Er bat Bulma, ihn zu reparieren und die beiden begaben sich in eine Unterwasserhöhle. Doch was für Abenteuer würden sie dort erwarten? Ah, warte, diese Typen folgen uns. Das ist die Red Ribbon Army. Mann, sind die hartnäckig. Was wollen die denn von uns? Diese Typen haben es ständig auf mich abgesehen. Na gut, die werde ich mir vorknöpfen und zwar sofort. Die Höhle ist ziemlich unübersichtlich, pass gut auf. Alles klar, Bulma. Ich mach das schon. Oh, hier sind jetzt Fledermäuse. Cool. Naja, was heißt cool? Besser als diese fliegenden Kameras, die schießen, Leute. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Ihr könnt euch bestimmt noch an die Vögel erinnern aus den ersten Folgen. Und ihr habt ja gesehen, wenn man irgendwie in der Luft schwebt und die Vögel einen dann angreifen und unter einem eine Schlucht ist, dann ist die Gefahr oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man darunter fällt und das Level wieder von vorne anfängt. Ja, das ist dann immer so eine Sache. Es kommt drauf an, wie weit man ist und wie viele Ups man hat. So, schön, eine Kapsel. Sehr schön. Geil, jetzt können wir noch mehr, ich meine, Kraftpunkte haben. Oder jetzt haben wir mehr Kraftpunkte, das meinte ich. Geil. Geilomatico. So, okay, hier bin ich wohl richtig. Am besten sollte ich mal gleich zu ihm hingehen. Okay, springen, bevor die Fledermäuse mich angreifen. Boah, die setzen hier die Attacke im Sturzflug ein, so wie X-Bud. Warte mal, da ist noch... Ey, hör doch auf, da ist noch jemand. Hey, ich habe beide gleichzeitig erledigt, sehr schön. So, Son Goku, die Reise geht vor. Ja genau. Nee, die Reise geht weiter. Ich bin so verplant. Egal. So. Komm her, wenn du nicht runterkommst, dann greife ich dich einfach so an. Und du bist erledigt. Pass auf, da sind Speere. Pass auf. So, schnell. Oh, nice man, ein Apfel. Warte mal, wir können ja einfach hier... Warte, war das nicht so, dass man hier springen konnte? Ah nee, ich glaube, hier geht das nicht. Ah, verdammt, ich dachte schon, ich habe es geschafft. Nee, hier geht das nicht. Ah, das liegt noch daran, weil ich gestern noch New Super Mario Bros. 2 gespielt habe. Und dort kann man ja seitlich an den Wänden laufen, beziehungsweise... Wenn man halt einmal mit dem Fuß die Wand berührt und von dort aus auf die andere Seite springt, dann kann man ja nach oben kommen. So einen auf Zickzack. Rechts, links und immer höher kommen. In Dragon Ball kann man das auch machen, aber anscheinend kann man das nicht von dort aus machen. Na egal. So. Aber das sieht so aus, als ob dieses Level wieder so ein langes Level ist. Wie als wir gegen Prinz Pilau gekämpft haben. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Das war, glaube ich... Oh, welche Folge war das nochmal? Erste nicht, zweite nicht. Ich glaube, genau, das musste... Genau, das war die dritte Folge. Denn in der vierten Folge haben wir mit Muten Roshi und Krillin zusammen trainiert. Und im fünften Part haben wir gegen... Beziehungsweise haben wir am Weltturnier teilgenommen. So... Okay. Upsai. Hey, da ist schon einer und ballert hier rum, oder was? Verdammt, ich habe richtig viele Kraftpunkte verloren. Nice, da ist ein Apfel. Boah, verdammt. Ey, ich muss mir mal angewöhnen, dass ich ja wehren kann. Oder beziehungsweise, dass ich mich verteidigen kann. Boah, da müsste jetzt nochmal eine Fledermaus sein. So, komm her. Ey, sehr schön, ein Burger. Ah, verdammt. Da war ich zu langsam. Oh Mann, ey. Wieso springe ich denn da runter? Jetzt fange ich wieder von vorne an. Na, was soll's. Okay, dann muss ich wohl kämpfen. Ja, entweder kommen sie mit ihrem Messer an oder sie ballern hier... rum.
Hey, der eine ist abgehauen. Warum das denn? Okay. Er steht genau da. Hey, cool. Da gehen wir einmal rein. Vielleicht gibt es hier eine Kapsel oder so. Ja! Und? Alles klar. Ein Diamant. Mal schauen, was ich da später mal damit machen kann. Upsa, pass auf. Wartet mal. Ey, nein. Okay, das ist nervig. Oh, das war blöd. Ich wollte einfach durchlaufen. Gib mir einen Apfel. Oh, verdammt. Ich bin gut gestürzt. Warte mal. Nicht hier. Ich schau mal nach, ob man da... Warte mal, wir sind doch von hier gekommen. Ach, von hier sind wir doch eben gerade gekommen. Stimmt. Dann brauche ich gar nicht da runter zu gehen. Wartet mal. Oh, nee, das war blöd. Anstatt, dass ich erstmal warte, wollte ich einfach durchlaufen. Hastiger Kerl. Hastiger Kerl. Wow, wow. Gleich müsste von der rechten Seite noch eine Fledermaus kommen, oder nicht? Ey, und er wirft da von oben einfach mal seine Flaschen raus. Nee. Boah, wie viele von denen sind denn hier? Oh. Okay. Ich bekämpfe die gleich, bevor sie mich gleich hier nerven. Boah, schön, zwei Äpfel. Okay. Ah, verdammt. Aber das geht doch. Das meinte ich, Leute. Boah, ich bin so unkonzentriert irgendwie. Oh. Ey, ein Up, sehr schön. Ja, dann hat das wohl nicht geschadet, dass wir hier hingekommen sind. Ne, hör auf. So, dann müssen wir wohl hier runter. Aber erstmal besiegen wir die Fledermäuse und die Kerle hier, weil die nerven echt. Hey, bam. Nein, das wollte ich nicht. Ach, verdammt. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Aber ich habe das Gefühl, hier waren wir auch schon mal. Nee, nein, waren wir nicht. Hä? Oh, verdammt, wenn ich darauf drücke, dann kommt die Sperre raus. Dann besiege ich die einfach so. Ey, komm her. Ey, der kommt eiskalt nicht. Oh, ein Apfel? Nee, besser nicht. Vielleicht... Oh, sehr schön. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das nutze ich schnell aus. Das nutze ich sehr, sehr schnell aus. Stern Goku. Ja, sehr gut. Weil so wurden wir... so konnten wir unverletzt rauskommen. Und plus, wir hatten die Möglichkeit, uns zu recovern. Oh, verdammt, was will der denn hier? Der will Stress. Sehr schön. Was gibt es hier? Oh. Oh nee, ey, schon wieder diese fliegenden Kameras. Ah, aber immerhin gibt er einen Apfel. Sehr schön. Vielleicht gibt er nochmal einen Apfel. Nee. Yeah, noch ein Apfel. Sehr schön. Ah, verdammt. Man kann sie nicht ducken. So, Leute. Irgendwann müsste jemand kommen. Okay, da ist jemand. Oh, was ist das denn für einer? Verdammt. Okay. Wow, 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 verdammt. Jetzt einmal... Ah, alles klar. Dann habe ich eine Idee. Dann warte ich einfach auf den Moment, wo ich aufgefüllt bin und jetzt... Oh nein! Was war das denn? Krass. Ey, ey, hör auf zu schießen, Kollege. Ey, ey. Okay, ich muss jetzt echt aufpassen, Leute.
denn der Kerl macht echt ernst. Ich muss zum richtigen Moment ihn mit meinem Kamehameha treffen. Ich glaube... Nein, verdammt! Ach, verdammt. Ich hoffe, wir können wieder von da irgendwo anfangen. Ja, okay. Ach, schade. Ja, okay, ich hatte auch nicht mal so viele Kraftpunkte. Das lag auch daran. Aber was soll's. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oh, ich hoffe, da gibt es gerade keinen Fehler, also videomäßig. Ich glaube, da hat es eben gerade einmal kurz geleckt. Also bei mir hier während der Aufnahme hat es kurz einen Stopp gemacht. Mal schauen, welche Sekunde, welche Minute sind wir? 10? Das war eben bei 9 Minuten irgendwas. Okay. So. Ach, ganz ehrlich. Ja, ich bekämpfe die immer, weil ich denke, dass ich halt Äpfel oder so bekomme. Aber ich könnte auch durchlaufen jetzt. Weil wir haben ja schon sehr wichtige Items bekommen. So. Dann machen wir uns schon mal warm. Ja, der ist nicht ohne, der Kerl. Ist auch ein Cyborg. Nice, sehr schön getroffen. Ey, das ist so geil. Aber das sieht nicht so aus wie ein Kamehameha. Oh, verdammt. Komm, diesmal. Jetzt kann ich ihn locker besiegen. Okay, der ist fertig. Der ist erledigt. Hey! Okay. Was macht er denn? Erstmal schießt er mit, hier, er attackiert uns erstmal mit einem Flammenwurf und danach setzt er irgendwelche Elektroschocks ein, oder wie? Boah, verdammt, ey. Hier sind immer noch Gegner. Die Red Ribbon Armee hat es ehrlich auf Son Goku abgesehen. Aber Son Goku, er kämpft sich durch und egal wie viele fliegende Kameras, er macht sie alle fertig. Egal wie oft sie ihn angreifen. Oh, ich bräuchte echt ein Hähnchen. Kein Hähnchen. Kein Hamburger. So. Okay, hier ist auch nichts. Ja, Leute, dieses Level wird echt lang. Ich meine, ist schon lang, ne? 12 Minuten sind ja nicht wenig. Hey, in Hamburger, sehr gut. Oh, ne. Ja, sehr gut gesprungen. Sehr gut. Hau mir bloß ab, du. Hä, hey, wie viele sind denn da? Ah, so, ja, schön, noch ein Apfel. Ah, verdammt, die Explosion schadet mir auch. Okay. Nein! Dieser hinterhältige Hund. Mann, was für ein langes Level. Ich frag mich, wer der Endgegner hier ist. Ah, jetzt weiß ich wieder. Stimmt. Sehen wir bald, Leute, sehen wir bald. Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Mir ist das schon oft passiert, dass ich des Öfteren, wenn ich hier an solchen Stellen war, den falschen Knopf gedrückt habe. Boah. Aufpassen, ey. Boah, wie viele sind denn hier? Ah, verdammt, die Explosion hat mich schon wieder berührt. Boah, ich habe nicht mehr so viele Kraftpunkte. Hey, sehr schön, Hähnchen. Nice, erstmal auffüllen. Okay, Leute. Hahaha. Ha, ha. Ah, General Blue. Tut mir leid, aber diesen Schatz wird sich die Red Ribbon Armee unter den Nagel reißen. Nicht ihr schon wieder. Oh, Son Goku wird sauer. Ja, das ist General Blue. Ich kann mich daran erinnern, dass dieser Typ damals die Überschallwolke, also Jindo Jump von Son Goku, kaputt gemacht hat. Das war richtig brutal, da war Son Goku sauer. Aber er ist irgendwie trotzdem weitergegangen. Sieht so aus, als wäre dies das Ende dieser Höhle.
Ich werde mich eurer entledigen. träum weiter. Und nach dem Dragon Ball suchen müssen. Glaubst du, ich würde ihn solch Typen wie euch überlassen? Never ever. Du hast zwar mehr Kraftpunkte als ich. Boah, verdammt, er kann gut abwehren. Was, er kommt mit der Waffe? Ich mag den Kerl überhaupt nicht, der ist so eklig. Oh, ich mag diesen Kerl überhaupt nicht, Leute. Ich will mich nicht von ihm besiegen lassen, egal wie viele Kraftpunkte ich habe. Aber eine falsche Bewegung und er kann mich treffen, weil ich habe nicht mehr so viele Kraftpunkte. Okay, er müsste mich nur noch einmal treffen. Alles klar, General Blue. Du willst es wirklich wissen, Kollege? Ey. So, jetzt reicht's mir, wirklich. Jetzt kann er sein blaues Wunder erleben. Nervensäge, steh auf. Ich hasse ihn. So, was willst du machen gegen Son Gokus Geschwindigkeit, wenn er durchdreht? Oh Mann, du Nervensäge. Okay. Nein, ich bin gelähmt. Ah, gut. Ey, was für eine Nervensäge, was für eine Nervensäge, was für eine Nervensäge. Ja, er kommt mit seiner Waffe schon wieder. Egal, ich werde ihn besiegen, 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 ich werde ihn besiegen. Komm, 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 komm. Ja, ich habe ihn fertig gemacht. Nervensäge. Dafür, dass du Jin Dojun wehgetan hast, hast du jetzt alles zwei- oder dreifach zurückbekommen. Ah, die Höhle stürzt gleich ein. Wir haben keine Wahl. Entweder wir flüchten jetzt oder nie. Goku und Bulma schafften es nicht nur, die einstürzende Höhle zu verlassen, sondern Goku fand auch noch einen Dragon Ball. Allerdings den 3-Stern-Dragon Ball. Wow, das war knapp. Ah, ich kann mich daran erinnern, im Anime hat Son Goku sogar eine Maus gerettet. Das war so geil. Dieser Dragon Ball ist nicht der meines Großvaters. Wie bitte? Sei froh, dass wir noch leben. Tja, dann werde ich wohl weitersuchen. Mir reiß, mich brauchst du nicht mehr um Hilfe bitten. Ja, Bulma hat die Faxen dicke. Son Goku, der abenteuerlustige Kämpfer, gibt aber nicht so leicht auf. Und er macht sich auf jeden Fall weiterhin auf die Suche. Ja, ups, ich habe gerade mein Mic verschoben. Ich meinte, er macht sich jetzt weiterhin auf die Suche. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Haut rein!